Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zu einer One App a Day Folge mit einer App, die ich über F-Droid, den alternativen App Store für Android, runtergeladen habe. Die Rede ist von der App Karten und GPS Navi OSM and Plus. Das ist eine globale Karten- und Navigationsapplikation für Offline- und Online-OSM-Karten. OSM steht in diesem Fall für OpenStreetMap. Mal gucken, ob ich hier auch irgendwelche Daten. Hier, Versionsnummer ist 4.2.7, ist die aktuelle. Die App war irgendwas um die 100, irgendwas Megabyte groß. Und wenn ihr dann noch Offline-Karten runterladet von Deutschland oder nur von eurer Region oder von der Welt oder so, dann kommen da natürlich noch zahlreiche hunderte Megabyte bis Gigabyte hinzu. Ihr könnt Datenfehler melden, ihr könnt GPS-Tracks aus der App in OpenStreetMap hochladen, ihr könnt Points of Interest hinzufügen. Die App ist Open Source. Ihr könnt vollständige Karten oder Straßenkarten runterladen. Und es gibt mittels GPS, kann man damit auch navigieren, eine optische Richtungsanzeige und Sprachansagen mit Auto-, Fahrrad- und Fußgängermodus. Alle Grundfunktionen funktionieren sowohl online als wie auch offline ohne Internetzugang. Ich muss sagen, die App, die funktioniert einfach richtig gut und gerade hier auf dem Land, wo ich wohne, hat durchaus, wenn man irgendwie nach kleinen Wanderwegen oder Feldwegen oder so sucht oder ja Häusern, die irgendwo mitten im Nichts stehen, hat OpenStreetMap durchaus seine Vorteile gegenüber Google Maps oder Apple Maps oder wie auch immer. Gefällt mir die App, sowohl um sich Karten anzugucken, als auch zu navigieren. OpenStreetMap OSM and Plus. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.